So, eine neue Folge Jung und Naiv, und ich habe mir mal wieder einen Spitzenkandidaten einer Partei ausgesucht. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Katja Kibbing, ich bin die Parteivorsitzende der Linken und komme aus Dresden. Hallo Katja. Wie wird man denn Parteivorsitzende der Linken? Formal ist es so, du kandidierst auf dem Parteitag und wenn du Glück hast, wirst du gewählt. Wir haben ja bei uns die Regel, dass es zwei Vorsitzende gibt, wovon eine Frau sein soll, mindestens eine. Und in Göttingen, das ist 15 Monate her, da stand in meiner Partei wieder eine Wahl an. Wir haben da als Partei gerade nicht ein gutes Bild abgegeben. Warum? Ja, wir wirkten sehr zerstritten. Und ich fand dann, okay, in so einer Situation muss man vielleicht doch seinen Hut in den Ring werfen. Und habe das gemacht, bin dann gemeinsam mit Bernd Rixinger zusammen gewählt worden. Hatte an dem Abend nach der Wahl, kann ich sagen, doch etwas Fracksausen. Und habe aber dann gemerkt am ersten Tag danach, dass die Arbeit gut anfängt, richtig Spaß macht. Und inzwischen stehen wir auch gut da als Partei. Das heißt, du hast so aus der Not heraus gesagt, ich mache das jetzt. Wie war das? Ja, ach, es war jetzt keine leichte Situation für unsere Partei. Weil es war klar, es steht irgendwie ein Umbruch an. Und dann habe ich mich entschieden. Ich habe das nicht alleine entschieden. Es gab ein Team von Leuten, die angetreten sind. Wir hatten, ja, und das war für mich wichtig, dass ich nicht das Gefühl habe, ich bin da jetzt ganz alleine, nur auf meine eigene Rechnung, sondern zu sagen, es ist eine Gruppe von Leuten, die findet, was diese Partei jetzt braucht, ist einen neuen Aufbruch. Ja, warum bedarf es denn einen Umbruch? Was war denn da los? Naja, es war halt, sagen wir mal so, dieser Parteitag war ein reinigendes Gewitter. Wir haben uns halt gezofft und ich fand, dass wir nicht mit streiten sollen, was wir jetzt mehr wollen, ob wir radikaler werden müssen oder angepasster, sondern dass wir einfach eine grundsätzlich widerspenstige Haltung haben, brauchen und gleichzeitig aber auch offen sagen sollen Richtung SPD und Grüne, eine Regierung, die wirklich was verändert in diesem Land, die wird nicht an uns scheitern. Aber warum wollen die dann nicht mit euch regieren? Also ich habe jetzt mit Per Steinbrück geredet, der meinte so, rot-rot-grün, geht gar nicht. Ja, was haben die gegen euch? Eine spannende Frage, so richtig kann ich es auch nicht beantworten, wenn man sich unsere Programme... Das weißt du nicht. Ich kann darüber mutmaßen, ja. Bitte tu es. Na klar, und zwar, ich glaube... Zum einen haben sie einfach Angst, weil wenn sie mit uns regieren würden, müssten sie ihr linkes Programm auch wirklich umsetzen. Und womöglich fällt es ihnen leichter, wenn sie am Ende mit der CDU eine große Koalition gehen, jetzt links zu blinken und danach rechts abzubiegen. Vielleicht sind sie ja doch Straßen- und Verkehrsraudis. Die SPD ist eine linke Partei? Na, die SPD... Oder hat linke Inhalte? Linke Inhalte? Ich finde, in einigen Punkten gibt es eine Schnittmenge. Zum Beispiel wollen wir beide einen gesetzlichen Mindestlohn. Aber, und wenn Sie selber, also Sie haben ja selber 150. Geburtstag vor kurzem gefeiert. Ich war da auch auf der Feier als Gast. Du warst eingeladen? Ja, eingeladen waren wir. Ich bin da natürlich auch hingegangen, habe auch was mitgebracht. Macht man ja als Gast ein Geburtstagsgeschenk. Was denn? Und zwar hatte ich ein großes Plakat von Liebknecht, Wilhelm Liebknecht. Und der hat ja damals gesagt, Gewalt kann keine Kultur schaffen, sondern nur Kultur vernichten. Im Krieg schweigt die Vernunft und verhüllt die Humanität ihr Haupt. Und das fand ich, also Wilhelm Liebknecht ist ja ein großer Antimilitarist. Und ich fand das gut, wenn die SPD an ihrem 150. Geburtstag auch an ihre antimilitaristischen Wurzeln mal erinnert wird. Der Liebknecht war in der SPD? Genau, das war einer der Gründer, ja. Mit vor vielen Jahren, vor über 150 Jahren. Und du sagst jetzt, ich habe gelernt, die SPD hat ein paar Kriege mitbeschlossen. Das findet ihr nicht so gut? Genau, das finden wir falsch. Also währenddessen wir halt immer Nein zu Kriegseinsätzen gesagt haben und auch zu Auslandseinsätzen. Genau, generell. Egal, was passiert. Wir haben dafür auch einen guten Grund. Also wir haben sie natürlich auch immer im Konkreten angeschaut. Hm. Und ich finde, die Erfahrung lehrt, Bomben schaffen keinen Frieden, sondern ganz im Gegenteil, die heizen immer noch eine Situation an. Und wenn man was gegen blutige Konflikte oder blutige Bürgerkriege wie in Syrien tun will, da gibt es ein anderes Mittel. Es muss international eine Verständigung darauf geben, dass es eben keine Rüstungsexporte mehr gibt. Also zum Beispiel Syrien hätte man schon vor Jahren sagen müssen, alle Staaten verständigen sich drauf, dass zwar Medikamente und Nahrungsmittel in das Land reinkommen, aber keine einzige Waffe mehr reinkommt. Weil jede Waffe, die verkauft wird, findet am Ende ihren Krieg und damit werden Menschen getötet. Aber ich habe gelernt von meinem Militärexperten, dass wir... Du bist ein Militärexperten? Habe ich. In der Redaktion? Ja, quasi. Thomas Wiegold. Mhm. Und der hat erzählt, dass die Franzosen und Briten denen die Waffen schenken. Also wir verkaufen denen ja nichts. Also da machen wir ja nichts.
Na, also deutsche Rüstungsunternehmen haben jetzt schon in Krisenregionen immer wieder Waffen geschickt und damit auch Profite gemacht. Also zum Beispiel hat die deutsche Regierung erst im letzten Jahr genehmigt, dass es Panzer verkauft wurden nach Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat Waffen weitergeliefert an Syrien und damit hat man das angeheizt. Also die deutschen Rüstungskonzerne machen schon gut Gewinne. Wir haben ja weltweit Platz 3, ne? der Rüstungsexporteure. Ja, aber da stecken wahrscheinlich auch noch eine Menge Arbeitsplätze drin. Magst du diese Arbeitsplätze nicht? Sollen die verloren gehen? Ich mag das Ergebnis nicht von dieser Arbeit. Also wenn eine Landmine zum Einsatz kommt, heißt das, dass Menschen verletzt werden, heißt das, dass womöglich Menschen ihr Leben verlieren. Und das sind jeweils Väter, Mütter, Kinder, die in Familien danach schrecklich vermisst werden. Und deswegen sage ich, allein Arbeitsplatz rechtfertigt das nicht. Und es gibt im Gegenzug viel Arbeitsplatzbedarf in anderen Bereichen. Also ich würde eher dafür sorgen, dass man sagt, wir stellen mehr ökologische Produkte her, mehr Straßenbahnen, mehr Busse, im Pflegebereich, in den Kitas. Ökologische Gewehre. Na, ich glaube, das gibt's funktioniert das? Nicht. Ich glaube, die größte Umweltverschmutzung ist Krieg, oder? Ich weiß es nicht. Wäre jetzt meine Einschätzung. Ja. Also wärt ihr auch dafür, dass wir aus Afghanistan rausgehen und Bosnien und Kosovo? Genau, also wir waren auch in diesen beiden Fällen gegen einen Kriegseinsatz. Und jetzt in Afghanistan sagen wir wollen, dass es einen Rückzug der Truppen aus Afghanistan gibt. Ursprünglich hieß es ja, man muss da die Taliban bekämpfen. Inzwischen, glaube ich, hat man erreicht, dass die Taliban einfach nach Pakistan umgezogen sind. Jetzt werden sie sogar gebeten, dass sie sich an der Regierung beteiligen. Und es gibt auch weiter in Afghanistan viele, viele Menschen, die in Not und Elend leben. Also da hat halt eben genau der Kriegseinsatz nicht die erhoffte Wirkung gebracht. Und die Idee, dass man Terrorismus bekämpft, indem man dort Bomben hinschickt, die funktioniert halt nicht. Terrorismus bekämpfen mit Terrorismus. Das ist jetzt seine Zusammenfassung. Ich glaube nur, die Idee, Terrorismus mit Kriegen zu bekämpfen, funktioniert nicht. Warum? Und zwar, weil bei jedem Kriegseinsatz gibt es zivile Opfer. Und die haben immer Angehörige, die sie vermissen und die dann eher den Terroristen zugetrieben werden, weil sie sagen, okay, wir müssen den Tod unseres Bruders, unserer Schwester retten. Also das ist sozusagen ein echtes Rekrutierungsprogramm für Terroristen, wenn man da Bomben hinschickt. Und dann lass mich raten, du warst jetzt letzte Woche bei dieser Syrien-Debatte, da wart ihr auch dagegen, dass da reingebombt wird. Genau, aber wir haben uns nicht erst gestern, also in der letzten Woche zu Syrien geäußert, sondern seitdem dort ein blutiger Bürgerkrieg tobt, sage ich immer, erstens, man muss sich jetzt international, müssen möglichst alle Länder zusammenkommen, auch Russland, auch Saudi-Arabien, China müssen damit an einen Tisch, dass man sich über eine diplomatische Lösung verständigt. Zum Beispiel eben zu sagen, es gibt ein Waffenembargo, niemand schickt mehr Waffen hin, egal an welche Seite. Und zum Zweiten, Millionen Menschen sind dort auf der Flucht, wenn man dort lebt mit Familie, würde man einfach die Flucht ergreifen, weil es wirklich das Leib und Leben in Gefahr ist. Und die UN-Flüchtlingsorganisation sagt, es fehlen bis Ende des Jahres noch 1,8 Milliarden Euro, nur damit die Leute in den Flüchtlingscamps mit dem Lebensnotwendigsten versorgt werden können. Deswegen sage ich, viel Geld in die Hand nehmen, um den Flüchtlingen zu helfen, aber 0 Cent, um dort Bomben hinzuschicken. Ja, Deutschland will jetzt irgendwie 5.000 Syrer aufnehmen. Wenn die Linke an der Macht wäre, wie viel würdet ihr aufnehmen? Also wir haben einen Mehrpunkteplan vorgeschlagen. Das beginnt erstens damit, dass man sich vor Ort verständigen muss, es muss Fluchtzonen geben. Dann müssen die Flüchtlingscamps, die wirklich an den Außengrenzen sind, deutlich unterstützt werden. Und dann finde ich, nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa hat hier eine Verantwortung, die Menschen auch aufzunehmen. Ich finde zum jetzigen Zeitpunkt zu früh, die genaue Zahl zu sagen. Ich meine, man muss ja keine Zahl. Also aber ich will nur mal einen Vergleich setzen, was die Zahl 5.000 bedeutet. Ich habe mich vor kurzem mit der türkischen Gemeinde getroffen und die haben mir gesagt, da kommen jeden Tag 5.000 Menschen aus Syrien über die Grenze in die Türkei. 5.000? Ja, jeden Tag. Und viele der angrenzenden Länder selber haben wirklich eine ganz schwache Infrastruktur. Also es sind angrenzende Länder, die haben vielleicht nur das Vierfache von dem an Bevölkerung, was sie schon an syrischen Flüchtlingen aufgenommen haben. Das heißt, da droht wirklich eine humanitäre Katastrophe, wo man helfen muss. Und ich meine, du meinst gerade, man kann keine genaue Zahl sagen. Zum Beispiel die Schweden haben jetzt gesagt, wir nehmen ohne Grenzen Flüchtlinge auf. Das könnte man ja auch sagen. Ja, ein Ansatzpunkt wäre jetzt erstmal zu sagen, dass man generell Familie, es gibt ja schon eine syrische Community, auch hier in Deutschland, und denen zu sagen, es müssen der Familiennachzug, wer Angehörige aufnehmen will, dass das wirklich erleichtert wird, dass das nicht noch an eine Bedingung geknüpft wird, dass die so und so viel Geld haben müssen, sondern gerade dort, wo es schon hier Verwandte gibt, die sollten die aufnehmen können. Das sagen wir jetzt, qualifizierte Flüchtlinge, oder wie ist das? Ja, es gibt Regelungen, dass wenn man Leute hier überhaupt einlädt, man erstmal nachweisen muss, dass man ein entsprechendes Einkommen hat, um die überhaupt versorgen zu können. Im Ernst? Mhm.
Gut, und dann, jetzt wurde eine Lösung gefunden, jetzt wurde da quasi die Bombardierung abgewendet. Naja, also die Lösung soweit zum heutigen Tag besteht ja darin, dass man sagt, im Syrien tritt jetzt der Chemiewaffenkonvention bei und wird die Chemiewaffen vernichten. Das ist ein Fortschritt. Mhm. Und ich finde, wenn man von Anfang an eher auf so eine Lösung gedrängt hätte, wäre das wahrscheinlich auch eher möglich gewesen, weil der Dialog zwischen Obama und Putin ist ja auch deswegen so schwer gewesen, weil am Anfang Obama auch dafür geworben hat, dass man dort richtig reingeht. So. Und das ist ein erster Schritt. Es ist gut, dass jetzt die Leute nicht mehr von Chemiewaffen bedroht sind, aber es ist genauso blöd, wenn sie durch konventionelle Waffen umgebracht werden. Deswegen finde ich, muss es auch generell ein Waffenstillstand dort verhandelt werden. Aber jetzt sollen die Chemiewaffen da raus. Also angenommen, da müssen irgendwelche UNO-Soldaten rein, um das zu kontrollieren und so weiter. Wärt ihr dafür, dass die da reingeschickt werden? Ich glaube, darf man jetzt nicht denken unter der Situation, dass da Soldaten rein müssen, um das rauszuholen, sondern das ist ja genau ein Prozess. Ich meine, da ist ja der Bürgerkrieg noch am Laufen, da muss ja irgendwie Schutz gewährleistet werden für die Leute, die das zerstören sollen, oder? Nee, das ist ja jetzt aber eine Vereinbarung, die genau mit der jetzigen Regierung in Syrien getroffen wird und mit den beteiligten Kriegsparteien. Und da gibt es dann eine Verabredung und das muss natürlich auch umgesetzt werden. Okay. Gut, kommen wir mal wieder zurück zu Deutschland, zum deutschen Wahlkampf. Du hast gesagt, du bist nicht alleine Parteivorsitzende. Warum haben die anderen Parteien doch auch meistens alle? Da ist Angela Merkel Vorsitzende, bei SPD ist Sigmar Gabriel. Warum braucht ihr zwei? Na, zum einen, weil wir finden, es steht eine Partei gut zu Gesicht, wenn man mit unterschiedlichen Personen auftritt und nicht alles immer auf eine Person reduziert wird. Wir sind eine Partei, wo Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen sind. Ich zum Beispiel komme aus Dresden, Bernd Rixinger kommt aus Baden-Württemberg, er ist gestandener Gewerkschafter, ich komme eher aus der sozialen und Umweltbewegung heraus und das symbolisiert, dass bei uns Menschen mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen sind. Und zum Zweiten, ich bin ein großer Fan von Arbeitsteilung. Weil Hälfte der Arbeit nur noch. Ja, ob es jetzt ganz die Hälfte wird. Aber ich finde es gut, wenn jeder, der in der Politik auch im Spitzenamt ist, noch Zeit hat für seine eigene Familie, Zeit hat, mal in ein Theater zu gehen oder Zeit hat, ein Buch zu lesen. Und wenn man alle Arbeit alleine macht, ist das schwieriger. Was hast du zuletzt gelesen? Also ich lese immer gerade mehrere Bücher. Ich habe mir jetzt ganz aktuell habe ich von Turgenev den Essay Der überflüssige Mensch gelesen. Trojanow, von Ilja Trojanow habe ich Der überflüssige Mensch gerade gelesen. Worum geht's? Das ist ein Essay und er kritisiert halt, dass heute in unserer Gesellschaft Menschen nur noch daran gemessen werden, ob sie entweder Erwerbsarbeit nachgehen oder ob sie konsumieren und alle anderen als überflüssig eingestuft werden. Und behandelt das auch, er kritisiert quasi die jetzigen Regelungen im Bereich Hartz IV, aber er spricht auch über die globale Situation, über Menschen, die in anderen Ländern wirklich sterben, obwohl man sie mit ganz wenig Geld behandeln und retten könnte. Hat das was mit dem Neoliberalismus zu tun? Auch. Ist auch was ganz Schlimmes, ne? Jürgen Trittin hat in die Kamera gesagt, neoliberal ist scheiße. Okay. Glaubst du dem das? Also den Grünen. Das finde ich ja spannend, weil die Grünen haben ja die Agenda 2010 mitgetragen und mit verabschiedet, als sie in der Regierung waren. Was ist das? Die Agenda 2010 ist ein großes Paket und in diesem Paket waren unter anderem die Regelung verpackt, dass wir Leiharbeit befördern. Leiharbeit heißt jetzt nicht einfach, dass Leute mal in einen anderen Betrieb gehen und da was anderes sehen, das fände ich noch gut, sondern heißt in der Regel, dass sie in den Betrieb gehen und dort zu Dumpinglöhnen arbeiten. Also 75% aller Leiharbeitenden arbeiten im Niedriglohnbereich. Und das hat nicht nur für die, es bedeutet nicht nur für die niedrige Löhne, sondern das senkt auch die Widerstandsfähigkeit der Gewerkschaften. Weil wenn du in einem Betrieb arbeitest und neben dir arbeitet jemand für die Hälfte des Geldes und genauso schnell, da bekommst du ja vor Augen geführt, wie ersetzbar du bist. Und da bist du natürlich bei der nächsten Tarifverhandlung deutlich bescheidener. Und dann sagt ihr, gleicher Lohn, gleiche Arbeit, dann soll der doppelt so viel verdienen wie der daneben, genauso wenig verdienen? Nee, wir wollen es genau nach andersrum. Also wir finden, es gibt bereits eine Regelung in Frankreich, die ich sehr pfiffig finde. In Frankreich gilt, wenn jemand als Leiharbeiter, also vorübergehend in einem Betrieb eingesetzt wird, dann bekommt der genau das, was der Festangestellte hat, plus eine 10%ige Flexibilitätszulage, weil der muss sich ja neu orientieren. Genau, und ich finde, französische Verhältnisse auch in der Leiharbeit sollten hier gelten. Aber jetzt haben wir zum Beispiel irgendwie so einen französischen Präsidenten, der ist irgendwie auch links. Ist der links? Ja, er ist ein Sozialdemokrat. Ja. Achso, und er hat einen sehr linken, ja, die sind halt leider unentschieden, ne? Und sie wissen manchmal nicht, ob sie jetzt wirklich noch sozialdemokratische Inhalte. Also ich finde, er hat einen sehr linken Wahlkampf geführt. Hat dann auch erstmal höhere Steuern verabschiedet, aber jetzt fängt er ja wieder an, etwas zurückzurudern. Ne?
Erklär mal kurz den Unterschied zwischen Sozialdemokratie und Linkssein. Also ich kann dir den Unterschied zwischen der SPD und der Linkspartei ganz praktisch nicht in der Theorie, sondern zum Beispiel in unserem Abstimmungsverhalten im Bundestag und das, erklären. Und das heißt ja, man ihren Taten sollt ihr sie messen. Okay. Zum Beispiel Taten sollen wir messen? Also wir sollen auf diese ganzen Wahlplakate eigentlich gar nicht hören und die Wahlwerbung. Ja, man kann die sich schon durchlesen und dann sehr genau schauen, welche Parteien sich daran halten oder wer was Konkretes verspricht. Aber ich komme gleich zu unserem Wahlplakat und noch mal kurz zu dem Unterschied im Abstimmungsverhalten. Ja? Also wir haben zum Beispiel einen Antrag gestellt, dass es ein Verbot von Rüstungsexporten geben soll. Sozialdemokratie hat das abgelehnt. Wir haben zum Beispiel gegen die Bankenrettungspakete gestimmt. Die SPD hat zwar immer groß gewettert, dass man so viele Milliarden in die Hand nimmt, um die Banken zu retten, hat aber jedes Mal, wenn Angela Merkel gerufen hat, brav den Arm gehoben und zugestimmt. Ja, aber nur, ich habe gelernt, nur weil Angela Merkel keine eigene Mehrheit gehabt hätte. Ja gut, aber Sie waren ja nicht gezwungen, Sie sind ja nicht mit der in der Koalition. Das war schon Ihre Entscheidung, das mit zu unterstützen und sich das damit gemein zu machen. Fand ich übrigens spannend. Ich war neulich mit Brüderle und Gabriel in einer Podiumsdiskussion. Kurz gegen Ende haben die 30 so 3 Minuten lang angeschrien, wer von ihnen mehr Verantwortung trägt für das Bankenrettungspaket, wo ich erstmal mir das 3 Minuten angehört habe, um sie dann daran zu erinnern, dass sie beide dem zugestimmt haben und die einzigen, die dagegen gestimmt haben, waren die Linken. Warum habt ihr das gemacht? Also wir wollen, dass man den Menschen in Spanien, Griechenland, Portugal hilft, aber unsere Einschätzung ist, dass genau die Auflagen, die es jetzt gibt für die Rettungspakete, schädlich sind. Also jetzt gibt es ja die Auflage, dass damit ein Land unter diesen Rettungsschirm kommt. Das ist Sparpolitik. Genau, muss es seine Löhne kürzen, muss es die Renten kürzen, Sozialkürzungen vornehmen. Bernd Rixinger ist extra mal nach Athen gefahren und hat sich in einem griechischen Kinderkrankenhaus angeschaut, was das bedeutet. Also da fehlt es wirklich am Lebensnotwendigen. Es gibt immer mehr Menschen, die dort, also Mütter, die ihre Kinder in SOS-Kinderdörfern abgeben, weil sie einfach sagen, sie haben nicht mehr genügend Geld, um über die Runden zu kommen. Und das ist nicht nur für die Menschen sozial eine Katastrophe, sondern auch für die Wirtschaft. Also ein griechischer Kaffeebetreiber hat das mal wie folgt erzählt. Der hat gesagt, früher haben die Leute sich nach dem Essen doppelten Espresso bestellt. Dann kam die erste Kürzungswelle, da haben sie sich bloß noch einen einfachen Espresso geleistet. Und irgendwann konnte sich nicht mal mehr das Mittagessen leisten. Das heißt, er hatte weniger Umsatz, musste eine Kellnerin entlassen, eine weitere Erwerbslose. Die wiederum hat weniger Geld, kann auch abends sich ihr Feierabendbier nicht mehr leisten. Es ist die nächste Kneipe nebenan, hat weniger Einnahmen. Und das zeigt halt, dass wir in dieser Negativspirale und die Sparauflagen verstärken die Negativspirale. Aber warum wird denn gesagt, dass wir denen helfen? Also selbst Herr Steinbrück hat mir bestätigt, Geld fließt in die Banken. Ja, wir helfen denen nicht, sondern wir verdienen sogar an den Krediten. Also wenn man Kredit gibt, bekommt man ein paar Prozente und sowas zurück. Wir verdienen daran. Warum wird dann immer gesagt, dass wir denen den Arsch vollpacken? Das ist geschickte Propaganda, ne? Propaganda? Von wem? Na, ich glaube, es wird so dargestellt, dass man das macht, weil es leichter zu sagen, wir machen ein Rettungspaket für Griechenland oder für Spanien, aber wir wissen ja, ein Großteil des Geldes fließt einfach an die Banken. Und wir haben gesagt, man kann sogar Auflagen machen, aber die Auflage müsste halt darin bestehen, dass die Millionäre zum Beispiel in Griechenland eine Sondervermögensabgabe leisten, weil die können sich das leisten. Bei denen weiß man, die stürzen nicht in Not und Elend, wenn sie jetzt eine höhere Vermögensabgabe leisten müssen. Die können aber ungeschoren all ihr Vermögen ins Ausland bringen. Und das, finde ich, ist Ansetzen an der falschen Stelle. Machen Deutsche das nicht, Vermögen ins Ausland bringen? Das ist ein anderes Thema. Auch da haben wir einen Ansatzpunkt. Wollen wir aber erst nochmal über die Plakate reden? Nicht, dass dir das wichtig ist. Später, okay. Für Deutschland schlagen wir auch vor, dass es so eine Regelung der Steuerstaatsbürgerschaft gibt. Das gibt es schon in den USA. Und das heißt Folgendes: Wenn jemand seinen Wohnort in ein anderes Land verlagert, nur weil dort niedrigere Steuersätze sind, also kann er machen, kann frei entscheiden, wo er seinen Wohnsitz hat, aber er muss dann wenigstens die Differenz hier bezahlen. Wenn er das nicht macht, kann er halt nicht mehr deutscher Staatsbürger sein. Differenz heißt von was? Na, was er ansonsten an Einkommenssteuer hier bezahlen müsste. Also wenn jemand seinen Wohnsitz nur verlagert, damit er Steuerflucht begehen kann, dann muss man sagen, das geht nicht, dann muss er die Differenz hier bezahlen. Das heißt, wenn ich angenommen 100.000 Euro verdiene im Jahr und da, wo ich hinziehe, 100 Euro Einkommenssteuer bezahle und hier in Deutschland würde ich 10.000 bezahlen, würde ich 9.900 Euro nochmal an Deutschland überweisen. So ungefähr rund gerechnet, ja. Gut. Das heißt, ich hab jetzt gelernt, du bist gegen Agenda 2010. Ist das Hartz IV auch und sowas? Genau, das ist ein Teil davon. Sollen wir mal kurz Hartz IV erklären? Ja. Also ich sehe folgende Hauptkritiken an Hartz IV. Also das erste ist, die Summe, die Menschen bekommen, reicht nicht, um wirklich an dieser Gesellschaft teilhaben zu können. Also das ist auch gezielt mit Tricks klein gerechnet worden. Wie viel bekommen die?
Die bekommen jetzt, wenn sie erwachsen und alleine leben, 382 Euro im Monat. Und dazu bekommen sie noch Wohngeld, also Kosten der Unterkunft. Die werden aber vor Ort bemessen, nach, ob die angemessen sind oder nicht. Und in vielen Städten ist es fast unmöglich, für das, was dort zur Verfügung gestellt wird, überhaupt noch eine Wohnung zu finden. Deswegen hast du auch so einen Effekt, dass die Ärmeren immer mehr nur in einzelnen Stadtgebieten zusammengedrängt werden. Also das erste Problem ist, dass der Satz zu niedrig ist. Viele schildern mir das so, naja, das Problem ist halt, dass am Ende des Geldes immer noch so viel vom Monat übrig ist. Das nächste Problem bei Hartz IV sind die Sanktionen. Also du kannst schon bei Kleinigkeiten, wenn du zum Beispiel irgendeinem Termin nicht nachkommst, wird das ohnehin niedrige Arbeitslosengeld zwei nochmal gekürzt. Erst um 30%, dann um 60% und am Ende wird es ganz weggenommen. Und das führt natürlich zu Existenznot. So, zumal das auch, also mir hat eine Frau von folgendem Erlebnis erzählt. Sie hat ein Bewerbungsgespräch und hat am Ende des Bewerbungsgesprächs, würdest du auch machen, wenn du dich irgendwo bewirbst bei einem Sender, fragt man ja, wie hoch ist jetzt so mein Lohn? Hm. Und hat sie die Summe gehört, war erschrocken und hat gesagt, das ist ja weniger als Hartz IV. Im Ernst? Ja, es war. Und dann hat sie die Stelle nicht bekommen. Also sie hat das nur so festgestellt. Sie hat die Stelle nicht bekommen, es ist ein Vermerk ans Jobsender gegangen und die haben nicht etwa das Unternehmen kritisiert, dass sie so einen Dumpinglohn anbieten, sondern sie haben zu der Frau gesagt, na, sie ist mit ihrer kritischen Bemerkung selber dran schuld, dass das Arbeitsverhältnis nicht zustande gekommen ist. Deswegen wird jetzt mal das Arbeitslosengeld 2 um 30% gekürzt. Im Ernst? Ja, und das, genau solche Beispiele führen halt dazu, dass Hartz IV nicht nur für die Erwerbslosen eine Belastung ist, sondern auch für die Beschäftigten. Also im Zuge von Hartz IV ist die Bereitschaft gestiegen, schlechte Löhne, Überstunden zu akzeptieren. Und das wäre mein nächster Kritikpunkt an Hartz IV. Das hat eben nicht nur die Situation für Erwerbslose verschlechtert, sondern auch die Verhandlungsmacht von Beschäftigten deutlich verschlechtert. Also die nehmen jetzt auch Überstunden in Kauf, manchmal sogar unbezahlt. Warum gucken wir bei unseren Schwächsten und Ärmsten im Land so genau hin? Also ich meine, die Piratin Marina Weißband hat erzählt, wir gucken bei den Schwächsten immer ganz genau hin und bei den Reichsten fast überhaupt nicht. Wir gucken da weg. Wollt ihr das auch ändern? Ja, das ist ein zentraler Punkt und ich glaube ehrlich gesagt, dass Politik das auch befeuert. Also wenn immer wir über die Situation von Erwerbslosen gesprochen haben, haben Leute anderer Parteien im Bundestag gesagt, ja, sie müssen aber auch an die Verkäuferin denken, die von früh bis abends arbeitet und dann mit einem niedrigen Lohn nach Hause kommt. Wo ich sage, ja, da will ich auch was dagegen tun, die sollen einen ordentlichen Lohn bekommen. Aber ihr dürft doch nicht den Eindruck erwecken, dass die auch nur einen Cent mehr in der Tasche hätte, wenn es den Erwerbslosen noch schlechter geht. Also wir wissen ja gerade jetzt durch die Praxis bewiesen, dass halt schlechte Sozialleistungen immer auch das Lohngefüge nach unten ziehen. Und dann, ich glaube halt, so die ganz Reichen, die kennt man halt nicht in der Regel. Die wohnen halt irgendwo anders. Währenddessen jemand, dem es noch ein bisschen ärmer geht, den kennt man eher, der wohnt, den hat man noch mal gesehen. Und es ist vielleicht so eine Neigung, die von der Politik auch noch befeuert wird, immer eher noch zu gucken, dass es ja jemanden gibt, den es schlechter geht. Ich halte das für falsch. Meine Einschätzung ist, dass Erwerbslose und Beschäftigte gemeinsame Interessen haben. Wir haben gerade über Griechenland geredet. Auf einer Seite treten wir quasi die Ärmsten und wir treten gleichzeitig die Ärmsten in Europa. Ist das so, kann man das ein bisschen vergleichen? Ist das so, kommt das so aus der gleichen Ecke, dass wir sagen, hey, wir gucken... Das hast du schön beschrieben. Wir gucken, kann ich nur mal recht geben, ja. Ja? Dann wollte ich noch... Bist du eigentlich Spitzenkandidatin? Na, ich bin in Sachsen Spitzenkandidatin, aber auch da haben Bernd Rixinger und ich gesagt, wir machen Arbeitsteilung. Wir haben ein 8-köpfiges Spitzenteam bei uns auserkoren. 8? Ja, genau. Ihr habt 8 Kanzlerkandidaten. Nein, bei uns ist ja klar, wir stellen weder einen Kanzlerkandidaten noch einen Vizekanzlerkandidaten. Und wir haben halt 8 Botschafterinnen und Botschafter benannt, die auch symbolisch und beispielhaft für unsere alternativen Ansätze stehen. Wer sind die? Also, da haben wir zum einen Gregor Gysi, der ist ja bekannt. Ne? Ist jetzt unser Fraktionsvorsitzender. Der ist immer noch dabei. Na klar. Hast du jetzt bestimmt auch in der einen oder anderen Talkshow, hast du ihn gesehen? Ja. Dann haben wir Sarah Wagenknecht, ist quasi unsere, die Frau, die auch mit all ihrem Wissen für unsere Alternativen in der Finanzkrise steht. Die hatte ich schon. Genau. Mhm. Dann habe ich mir auch angeguckt, dann Jan von Aken, der war UN-Waffeninspekteur früher und ist also quasi steht für unsere friedliche Außenpolitik. Dann haben wir Dietmar Bartsch, der kommt aus Mecklenburg-Vorpommern, war lange Zeit Geschäftsführer der Partei. Also der steht klar dafür, dass wir immer wieder beharrlich die Ostinteressen thematisieren und ist außerdem ein guter Haushälter. Also zum dann Bernd Rixinger, du? Nee, nicht so schnell. Dann haben wir Klaus Ernst. Klaus Ernst kommt aus Bayern, ist ein Gewerkschafter und steht für unseren Kampf für gute Arbeit, gegen Leiharbeit, dafür, dass Minijobs umgewandelt werden in richtige Arbeitsplätze. Jetzt kommen wir weiter
zu den Frauen. Da hätten wir zum einen Diana Golze, kommt aus Brandenburg, macht couragierte Kinder- und Jugendpolitik, weil wir sagen, es muss halt gute Bedingungen für Kinder von Anfang an geben. Dann haben wir Nicole Gohlke. Sie ist wirklich ganz eng in der Studierendenbewegung verankert, hat auch in Bayern das Volksbegehren gegen Studiengebühren mit bekleidet. Und dann Karen Ley, kommt aus Sachsen. Karen war früher auch mal Redenschreiberin im grünen Ministerium. Und es ist uns dann gelungen, sie für uns zu gewinnen. Ja. Und sie ist quasi unsere Expertin im Kampf gegen steigende Mieten und steigende Strompreise. So, und jetzt hast du mir so viele Kandidaten auferzählt. Dass und dabei ganz gekonnt schon unsere Inhalte verpackt. Ja, ganz gut. Jetzt wundere mich natürlich, du hast, Per Steinbrück hat mir gesagt, er will nicht mit euch koalieren, weil ihr drei Parteien in einer seid. Und dabei haben wir 8 Leute schon an der Spitze. Nein, also ich meine, die SPD findet ja immer neue Ausreden, warum sie nicht mit uns zusammenarbeiten kann. Früher hieß es ist wegen unserer Vergangenheit. Haben die jemals mit euch zusammengearbeitet? Naja, gegenwärtig in Brandenburg und in Berlin. Ach, echt? Und in Berlin haben sie ja auch zusammen koaliert. Aber auf Bundesebene haben sie das bisher immer abgelehnt. Ursprünglich hieß es wegen unserer Ostvergangenheit. Dann hieß es wegen Oskar Lafontaine. So, jetzt sind Bernd Rixinger und ich an der Spitze der Partei. Ich selber war 12 Jahre, als die Wende war. Bernd Rixinger kommt aus Baden-Württemberg, gehört zur undogmatischen Linken dort schon immer. Also uns kann man irgendwie die Ostvergangenheit wirklich nicht mehr anhängen. So, aber hat Lafontaine irgendwas zu sagen noch bei euch? Na, ich bin sehr froh, dass er noch viel Wahlkampf für uns macht, aber er hat sich bewusst entschieden, nicht mehr im Parteivorstand, nicht mehr in der Parteizentrale zu wirken, aber er macht viel Wahlkampf für uns und dort, wo er ist, kommt er gut an. So, aber man kann jetzt nicht mehr auf Oskar verweisen und sagen, deswegen können wir nicht mit denen zusammenarbeiten, weil es gibt inzwischen neue Parteivorsitzende und wir leiten auch diese Partei. Und jetzt kommt die große Ausrede, ja, wenn die überall so wären wie im Osten. Und das finde ich ist echt verlogen, weil die hätten im Osten, in Thüringen, in Mecklenburg-Vorpommern, in Berlin immer die Chance gehabt, in den letzten 2 Jahren mit uns zusammen eine Regierung zu bilden. Und sie sind jedes Mal in das Dach der großen, also unter die Decke der großen Koalition geschlüpft. Also da wollten sie es nicht. Und deswegen glaube ich, sie suchen einfach nur Ausreden. Aber Steinbrück hat auch gesagt, die wollen Wechsel. Die wollen Wechsel, die wollen Merkel weghaben. Und wenn sie Merkel weghaben wollen... Naja, die Frage ist aber, was willst du wechseln? Willst du einfach nur das Personal wechseln? Also, dass man dann halt anstatt einer Schlandkette irgendwie eine Krawatte trägt. Das finde ich ist jetzt nicht das, was ich unter einem Wechsel verstehe. Sondern die Frage ist ja, wollen sie wirklich, was wollen sie ändern? Wollen sie inhaltlich was ändern? Und das glaubst du nicht? Ja, zumindest muss ich ein großes Fragezeichen hinter die Glaubwürdigkeit setzen. Denn für Rot-Grün reicht es ganz offensichtlich nicht, also in den Umfragen nicht, das ist ja klar. Und das heißt, de facto liegen sie bloß noch in einem Wettstreit, wer wird Juniorpartner unter Angela Merkel? Also ich meine, die machen wirklich, also vor 15 Monaten sind Bernd Rixinger und ich gewählt worden. Wir haben von Anfang an immer das Signal gesendet, eine Regierung, die was verändern will, die einen Mindestlohn einführt, eine Mindestrente von 1050, die Mindestsicherungen statt Hartz-IV-Sanktionssystem einführt, eine Millionärssteuer und eine friedlichen Außenpolitik macht, werden wir sofort dabei, wird nicht an uns scheitern. Also wir haben nur 5 Punkte benannt und unser Wahlprogramm hat jetzt deutlich mehr Punkte. Ja. Ja. Wir haben gesagt, wir wollen gar nicht das ganze Wahlprogramm, aber 5 zentrale Punkte davon wollen wir haben. Und sie haben noch nicht mal gesagt, okay, wir treffen uns, wir reden aber nur über 3 Punkte. Hätten sie ja jetzt mal machen können. Ja. Und sie haben von Anfang an gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Und ich finde, mit dieser Ausschließeritis haben sie eine Jobgarantie für Angela Merkel ausgesprochen. So, und jetzt angenommen, jetzt am Sonntag, nee, am Montag nach der Wahl kommt so raus, okay, für Schwarz-Gelb reicht es nicht, aber es würde theoretisch für SPD, Grüne und Linke reichen. Würdet ihr dann sagen, komm, wir treffen uns zu Gespräch? Also wir haben das bereits im Vorfeld gesagt. Das würdet ihr machen? Ne, wir haben von Anfang an gesagt, wir stehen bereit. Also wir machen das nicht um jeden Preis. Also uns geht es nicht darum, unbedingt jetzt einen Ministerposten mit einem Fahrer zu haben. Ja, so. Sondern wir sagen... Fahrradfahren. Na, ab und zu fahre ich auch Auto, aber ich fahre schon ganz gerne Fahrrad, ja, finde ich, ist die sportlichere Form. Geht leider nicht immer auf allen Strecken, aber wie gesagt, es geht uns nicht um Ministerposten, sondern wir wollen halt was verändern. Und deswegen hatten wir gesagt, es gibt ein paar Dinge, die wir nicht mitmachen. Also wir machen nicht mit beim Sozialabbau, wir machen nicht mit bei Privatisierung und wir wollen keine Kriegseinsätze mitmachen. Und darüber hinaus wollen wir ein paar Dinge bewirken. Millionärssteuer, Mindestlohn, Mindestrente und Abschaffung der Hartz-IV-Sanktionen. Ja. So, jetzt hat mir ja zum Beispiel ein Stern, Chefredakteur, der Jörges, erzählt, es gibt die Spekulation nach der Wahl, dass nicht die ganze Linke irgendwie dann sich
Rot-Grün anschließt, sondern irgendwie nur Teile, hier die, die Ostlinken von Bartsch und Co. Ist sowas realistisch? Nein, das ist absurd. Das ist ja gerade der Fortschritt in den letzten 15 Monaten, dass wir sehr deutlich gemacht haben, wir sind zwar eine plurale Partei, also bei uns müssen nicht immer alle denselben Text runterbeten. Wir setzen eigene Akzente, aber es gibt einen Kern unseres Wirs. Und dazu gehört, dass wir unbestechlich gegen Krieg und Rüstungsexporte sind, dass wir wirklich couragiert Reichtum und Millionäre besteuern wollen und dass wir konsequent für soziale Rechte und gute Arbeit sind. Da habt ihr irgendwie auch was gemeinsam mit den Grünen. Die wollen ja auch irgendwie die Reichen stärker besteuern. Also da gibt es da dann Gemeinsamkeiten. Genau, da gibt es Schnittmengen. Allerdings unterscheidet sich unser Wahlprogramm schon nochmal. Also unser Steuerkonzept unterscheidet uns, weil wir wollen als erstes, das vermutet man nicht immer, wir wollen die Mitte entlasten. Also Leute, die bis im Monat 6.000 Euro zu versteuerndes Einkommen haben, werden bei uns entlastet. Wow. Wir wollen Armut komplett ausschließen. Und wenn du das finanzieren möchtest... Armut ausschließen? Armut abschaffen? Oder was? Na, wir wollen sicherstellen, dass niemand in Armut leben muss. Und die Kombination aus Mindestrente, Mindestsicherung und Mindestlohn würde das auch garantieren, dass niemand mehr unter die Armutsrisikogrenze fällt. Warte ganz kurz, lass mich das Steuerkonzept zu Ende erklären, sonst wird es nicht nachvollziehbar für die Leute. Also wenn wir die Mitte entlasten wollen, den Freibetrag hochsetzen, dann musst du sagen, wie du es finanzieren willst. Und deswegen wollen wir halt Millionäre stärker zur Kasse bitten. Und deswegen ist unser Einkommenssteuermodell in sich durchgerechnet und aufkommensneutral, hat aber eben eine Verteilungswirkung. Haben wir denn genug Millionäre? Ja, und vor allen Dingen wächst den, ja, wir haben über 800.000 Millionäre in diesem Land. 800.000? Mhm. Und die, was man aber sagen kann, ist, dass das Einkommen überhaupt des reichsten, der reichsten 20% in der Bevölkerung, das ist gewachsen, das Vermögen von denen. Währenddessen das Einkommen der ärmsten 20-30% deutlich weniger geworden ist. Also es ist schon so, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft und das, was mal so die gesellschaftliche Mitte aus, die Mitte, die schrumpft immer weiter. Hm. Aber ist es schon so schlimm wie bei den Amis, wo irgendwie 1% mehr Geld hat als 90% der Bevölkerung? Na, also ich habe folgende Zahl, die habe ich jetzt auch aus dem guten Reichtumsmuseum, was in Dresden statt... Nein, also das ist eine extra Ausstellung, die sich mit dem Thema sehr gründlich beschäftigt hatten, wo das sehr anschaulich dargestellt war. Und das ist auch gedeckt durch die Zahlen, die wir haben. Und ich finde sie sehr eingänglich. Also die reichsten 20% verfügen über 80% des Vermögens. Und die ärmsten 20% haben gar kein Vermögen, im Gegenteil, die haben Schulden. So sieht es in Deutschland aus. Mhm. Das ist die Situation hier in der Bundesrepublik. Gut, und jetzt Abschluss, bevor wir noch ein paar Fragen kommen. Ich würde gerne wissen, weil wir das allen gefragt haben, wie ist es mit Drogen? Was haltet ihr von, wollt ihr die verbieten, legalisieren? Wie ist das bei euch? Na, die bisherige Politik der Kriminalisierung von Konsum hat ja nicht dazu geführt, dass Leuten, die wirklich suchtgefährdet sind, irgendwie geholfen wird, sondern ganz im Gegenteil. Es hat kriminelle Strukturen gestärkt und wir setzen auf eine Entkriminalisierung und auf eine Suchtpolitik, die wirklich hilft. Aber Legalisierung? Also irgendwie, dass ich meine eigene Marihuana-Pflanze im Garten anbauen kann? Na, die, ist eine Pflanze? Die Legalisierung ist eingebunden in eine Politik, die sagt, es muss im Leuten, die suchtgefährdet sind, muss wirklich geholfen werden. Und wir sind gegen eine Kriminalisierung und das schließt eine Legalisierung mit ein. Okay, so jetzt habe ich noch ein paar Fragen also ein paar naive Fragen von den Zuschauern. Waren ja nicht alle. Also die Zuschauer stellen doch nicht naive Fragen. Ja, es gibt das Problem, dass die dann Fragen stellen, die eigentlich getarnte Antworten sind. Okay, und, Suggestivfragen einfach. Ja, die versuche ich immer rauszuschließen. Aber Laura Dornheim möchte von dir wissen, was ist Kommunismus und warum ist Kapitalismus schlecht? Also Kapitalismus zum Beispiel, wir leben ja jetzt im Kapitalismus und jährlich sterben 19 Millionen Menschen an Hunger, obwohl eigentlich wir in der Lage wären, genügend Essen für alle zu produzieren. Und das ist schon ein Ergebnis dieser Wirtschaftsweise oder das Problem jetzt kleiner auf nationaler Ebene zu beschreiben. Wir haben einen Produktivitätsfortschritt, soll heißen, wir sind in der Lage, technisch in einer kürzeren Zeit mehr zu produzieren. Und es führt aber nicht dazu, dass wir mehr Zeitwohlstand für alle haben, sondern es führt dazu, dass diejenigen, die Arbeit haben, in der Regel viele Überstunden machen und gestresst sind. Und diejenigen, die einmal in der Langzeiterwerbslosigkeit sind, sind auch gestresst, weil sie sich ein ums andere Mal erfolglos bewerben müssen oder dazu verdonnert werden, sich zu bewerben und dann einen Korb abholen müssen. Und ich finde, die Art und Weise, wie wir Arbeit bei uns verteilt haben, ist einfach nicht gut, weder für die Beschäftigten noch für die Erwerbslosen. Das sind nur zwei Punkte, wo ich finde, dass der Kapitalismus halt einfach
es daran scheitert, es zum Wohle der Menschen und für im Sinne eines guten des Lebens aufzulösen. Kommunismus, ich selber bin ja demokratischer Sozialismus, insofern würde ich jetzt gar nicht so viel zum Kommunismus sagen, aber ich kann was zum demokratischen Sozialismus sagen. Nee, das war nicht die Frage. Okay, nee, dann musst du mal einen Kommunisten fragen. Wir müssen mal gucken. Inga will wissen, wollt ihr ein bundeseinheitliches Bildungssystem? Naja, also es gibt unterschiedliche Bundesländer und das soll auch weiter, die sollen auch weiter für Bildung zuständig sein, aber in der Tat, wir wollen, dass es vergleichbarer ist, der Lehrplan zwischen den Klassen, weil es kommt heutzutage häufig vor, dass meine Familie von Hamburg nach Berlin umziehen muss oder von Berlin nach Bayern und wenn das jedes Mal der Umzug der Eltern für die Kinder dann bedeutet, dass sie komplett Probleme bekommen in der Schule, das sagen wir, das passt nicht mehr ins heutige Zeitalter. Gut, dann die Frage, wie stehst du zu den Piraten? Ja, ich hatte gewisse Sympathien für sie und habe immer gedacht, naja, vielleicht wird das ja auch so eine linkslibertäre Partei. Und dann hatte ich ein Gespräch mit dem jetzigen Vorsitzenden der Piraten, Bernd Schlömmer. Mhm. Und in diesem Gespräch, was auch per Livestream aufgezeichnet worden ist, hat er mehrmals gesagt, dass sie eben keine linkslibertäre Partei sind, sondern ganz klar eine liberale Partei. Und dann habe ich so nachgefragt, was für Steuermodelle er bevorzugt. Und er bevorzugt halt so Modelle wie Kirchhoff. Das, zur Erinnerung, die Steuer bevorteilt Reiche ganz besonders. Ich habe nachgefragt habe mir angeschaut, wie die Position zu Kriegseinsätzen ist. Da haben sie keine Parteiposition. Also insofern habe ich das Gefühl, ich hätte große Sympathie für Piraten im Sinne einer Störtebeker-Partei, aber ich glaube, die wirklichen Freibeuter sitzen bei der Linken. Dann will Tom von Orten wissen, sind die Linken eigentlich eine arme Leute-Partei? Nein, nicht nur. Also ich habe das ja im Steuerkonzept schon mal deutlich gemacht, dass wir auch die Mitte entlasten wollen und dass wir eher versuchen, die Interessen von ganz Armen und Menschen mit mittleren Einkommen zusammenzudenken. Aber also insofern würde ich es verneinen. Andererseits kann man es auch bejahen, weil wir im Bundestag die Einzigen sind, die wirklich immer wieder beharrlich und mit viel Einsatz die Probleme der Ärmsten auf die Tagesordnung setzen und zum Beispiel sagen, also mit Hartz IV kann man seinen Frieden nicht machen. Aber warum machen das die anderen vier Parteien nicht? Musst du die fragen. Könnte ich jetzt nur mutmaßen und schlechte Dinge über sie sagen. Dann will Carina wissen, was hältst du von der Gleichberechtigung der Homosexuellen in Deutschland? Na, das ist längst überflüssig. Also muss man sagen, die Queer-Bewegung, die schwulen Lesben, aber auch die Trans-Bewegung ist ja eine sehr erfolgreiche Bewegung. Die hat wirklich schon viele Fortschritte erkämpft. Auch oft gegen die jeweiligen Regierungen. Es gibt jetzt noch einiges zu tun. Für mich ist ein wichtiger Ansatzpunkt das Adoptionsrecht. Also ich finde, dass es da definitiv und sofort eine Gleichberechtigung braucht, ganz unabhängig, was für sexuelle Vorlieben die Menschen haben. Wichtig ist, dass sie Verantwortung für Kinder übernehmen wollen. Und Ehe ist dann gleich Ehe ist gleich Ehe. Also ja, also, wir sind, also ob jetzt sich die Leute entscheiden zu heiraten oder polyamorös leben wollen oder ohne Trauschein, das soll jeder, also das ist vollkommen egal. Ich finde, Familie ist dort, wo Nähe ist und Menschen füreinander Verantwortung übernehmen und es sollte es keine Privilegierung einer bestimmten Form geben. Deswegen sagen wir auch, statt mit dem Ehegattensplitting einfach den Trauschein zu fördern, sollte es lieber eine Kindergrundsicherung geben, die alle Kinder und Jugendliche vor Armut schützt. Gut, dann möchte Giro wissen, soll es mal träumen, wie sieht die Welt in 10 Jahren aus, wenn die Linke alleine regieren könnte? Oh, ich bin generell dagegen, dass eine Partei ganz alleine das Sagen hat. Ich glaube, es gehört zu einer Demokratie dazu, dass es unterschiedliche Parteien gibt und das ist auch gut so. Aber ich kann ja sagen, wofür wir uns sehr stark machen würden. Also zum einen würde es, glaube ich, sofort einen Mindestlohn von 10 Euro die Stunde geben, sodass also niemand, der Arbeit mehr hat, irgendwie da mit Dumpinglöhnen konfrontiert ist. Zum zweiten würden wir uns... Ja, aber die Frage ist ja dann, in 10 Jahren würde der Mindestlohn dann schon da sein und da würde dann 20 Euro sein. So, wir würden mit 10 Euro einsteigen und dann wird es einen Inflationsausgleich, einen jährlichen geben und das muss man sehen, wie das sich dann entwickelt. Okay. In 10 Jahren gäbe es sicher eine Mindestrente und eine sanktionsfreie Mindestsicherung. Gibt es die Bundeswehr noch? Die wollen wir ganz, ganz stark zurückbauen. Also man kann sein, dass es nur so einen kleinen Bestand gibt, aber die bräuchte es in dem Maße nicht. Und wir hätten, glaube ich, international dann auch durchgesetzt, dass es einen multilateralen oder einen länderübergreifenden Verzicht auf Rüstungsexporte gibt. Und in der NATO wären wir auch nicht mehr?
Ja, die NATO hätten wir, da wären wir nicht einfach rausgegangen, sondern da würden wir dafür sorgen, dass die ersetzt wird. Also, dass die Aufgaben, weil das ist ja schon ein Konstrukt des Kalten Krieges. So, und ich finde es sinnvoller, dass man die UNO stärkt, demokratisiert und die Aufgaben, die die NATO jetzt wahrnimmt, auf die UNO überträgt, weil dort hast du alle an Bord und hast nicht wieder so, noch so ein Überbleibsel des Kalten Krieges. Und lass mich noch ein Wort sagen, was ich wichtig finde. Wir würden auf jeden Fall Arbeitszeitverkürzung befördern. Das kannst du nicht alles über Gesetze machen, aber ein bisschen. Zum Beispiel, mit dem du die maximal zulässige Arbeitszeit runtersetzt. Und insofern würde es da auch mehr Zeitwohlstand geben. Und die letzte Frage kommt von Frau Nova. Was ist besser, Verstaatlichung oder Privatisierung der Grundversorgung, also von Wasser, Öl, Gas? Und warum? Also, ich bin generell die Linke ist gegen Privatisierung, vor allen Dingen von öffentlicher Daseinsvorsorge. Da haben wir gute Gründe dafür. Also zum einen, wenn jemand ein Unternehmen aufkauft, sei es zum Beispiel ein Wohnungsunternehmen, dann macht er das ja nicht aus purer Menschenliebe, sondern weil er Nicht? damit in der Regel, weil er damit Gewinne machen will. Ist ja auch nicht schlimm, ist ja halt so das Wesen. Aber die Gewinne müssen ja irgendwo herkommen und deswegen wird es entweder auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen. Also ich war jetzt erst bei einem Krankenhaus, was privatisiert worden ist. Da zittern jetzt die Beschäftigten, weil sie wissen, da wenn es gibt's Outsourcing, da drohen Entlassungen oder eben auf den Rücken der Verbraucher, also in dem Fall dann der Mieterinnen und Mieter, wenn eine Wohnungsgesellschaft verkauft wird. Also in Dresden konnte ich das richtig erleben, da ist das Wohnungsunternehmen privatisiert worden komplett und in den letzten Jahren sind die Mieten wirklich explodiert. Und wir sagen, es muss nicht alles verstaatlicht werden. Es gibt ein paar Sachen wie die Stromnetze, die sind ja bundesweit, die sollte man verstaatlichen, aber schon die Energieproduktion, da setzen wir eher auf eine regionale Erzeugung. Also ja, im Politikerdeutsch heißt das dann Rekommunalisierung, also zum Beispiel die Stadtwerke sollen das übernehmen. Das ist gerade in Berlin passiert, ne? Na, in Berlin gibt es ja den Kampf darum. Also in Berlin hat es einen ein Volksbegehren gegeben. Die haben genügend Unterschriften bekommen. Und jetzt war die Hoffnung, dass das am Tag der Bundestagswahl dazu ein Volksentscheid stattfindet. Aber was man sagen muss, SPD und CDU in der Landesregierung versuchen das ja nach hinten zu schieben. Das kostet das arme Land Berlin nochmal extra Geld, weil sie eine extra Wahl organisieren müssen. Ich glaube, sie haben einfach Angst, dass es zu viele Leute mobilisieren würde, wenn es am selben Tag wie bei der Bundestagswahl ist. Ich fand es aber ein sehr. Also wir haben das sehr unterstützt, dieses Volksbegehren, und das stand ja auch unter der Überschrift Vattenfall den Stecker ziehen. Gut, und jetzt zum Abschluss haben wir mal wieder, machen wir das bei allen Spitzenkandidaten und Parteivorsitzenden. Du hast jetzt nochmal die Möglichkeit, den jungen Leuten in die Kamera zu sagen, warum sie ihr Kreuz, beide Kreuze wahrscheinlich, bei den Linken machen sollen. Die Linke ist die Partei, die einzige, die unbestechlich gegen Krieg und Rüstungsexporte ist. Wir sind diejenigen, die wirklich couragiert Millionäre und Konzerne zur Kasse bitten wollen. Und wir sind diejenigen, die sehr konkrete Vorschläge haben, damit niemand in Armut leben muss. Unsere Vorschläge heißen einen Mindestlohn von 10 Euro, eine sanktionsfreie Mindestsicherung anstelle von Hartz IV und eine Mindestrente von 1050 Euro, damit niemand darauf angewiesen ist, mit Flaschensammeln seinen Lebensunterhalt noch aufzustocken. Das sind Forderungen, für die konkret und so überzeugt nur die Linke steht. Man kann deswegen bei uns am besten mit beiden Kreuzen, also uns mit beiden Stimmen wählen. Und in Hessen, die sind in einer besonders günstigen Lage, die können uns gleich doppelt wählen in den Landtag und in den Bundestag. Dankeschön, Katja Kipping. Ich wünsche auch euch viel Glück am Sonntag. Das wünschst du allen, oder? Was heißt das jemals Ja, nee, für alle ein tolles Ergebnis? Ja, ich muss fair bleiben. Okay. Aber es ist besser, wenn ich euch, es ist besser, als wenn ich euch Missgunst wünsche. Nein, nein, alles gut. Gut, Dankeschön. Ciao. Ciao.